Ich wollte aber noch eine provokante Frage nicht vergessen, lieber Markus. Und zwar, wir reden ja über Marketing Automation. Ich habe es gerade auch über unsere Marketing Automation Landscape gesagt. Wir haben in der Branche den Begriff quasi geprägt bekommen aus der Software-Sicht. Ich sage mal ganz provokant, und da interessiert mich natürlich deine Meinung, und ich denke, das ist sicherlich spannend. Reden wir wirklich über Marketing Automation oder ist es eher, wir reden über Automation von Marketing, Sales und Service und vielleicht auch noch ein bisschen drumherum? Fragezeichen. Ja, also wenn ich richtig es verstanden habe, unterstellst du ja diesen Begriff Marketing Automation so ein bisschen die Tatsache, dass es uns das Leben leichter macht, Naja, weniger Arbeit macht. ja, ich sage mal so, das Marketing Automation führt vielleicht den einen oder anderen in die falsche Richtung. Also wenn ich jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denke, der eine oder andere wird sagen, ich bin im Marketing, also suche ich nach Marketing Automation Tools. Der zweite sagt, ich bin im Sales oder im Service. Na, dann ist diese Kategorie vielleicht für mich nicht so geeignet. Und ich sage, ja doch, Achtung, Ja, wahrscheinlich schon. Es jetzt habe ich es, was du meinst, ja. führt, jetzt habe ich dich gerade quasi wieder zurück auf den Ja. Weg auch geholt, aber es führt vermeintlich, das ist so ein bisschen für mich die Provokation an der Frage, es führt vermeintlich dieser Kategoriebegriff in die falsche Richtung, weil er eben viel breiter zu sehen ist. Ganz genau, ganz genau. Spätestens dann, wenn du im Thema drin bist, im Thema Marketing Automation, siehst du ganz schnell, dass es keine Marketing, Aufgabe mehr ist alleine. Nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Die große Idee, die wir natürlich haben, ist, aus den Daten zu lernen und für die Kommunikation Daten zu nutzen. Diese Daten liegen in den Unternehmen an ganz verschiedenen Stellen. Die einen sagen Silos, die anderen sagen Datenbanken, verschiedene Datenbanken, wie auch immer, die arbeiten für sich. Und wenn wir jetzt diese Daten, wie man so schön sagt, harmonisieren will, dann versucht man eigentlich, diese Daten miteinander zu verknüpfen. Zu harmonisieren. Man versucht, Datenflüsse über Silos hinwegfließen zu lassen. Und spätestens da wird es deutlich, das ist weder nur ein Marketing-Thema, und jetzt mache ich das fast mal auf, noch ein Sales-Thema alleine, noch ein Service-Thema. Es ist ein Thema, was die komplette Organisation anspricht. Über die Auswirkungen können wir gleich sicherlich nochmal sprechen. Damit ist es genauso, wie du es sagst, ich stimme dir hundertprozentig zu. Es ist ein Thema, was sicher nicht nur das Marketing und die Automatisierung von Marketingprozessen betrifft, sondern was die Kommunikation eines Unternehmens in alle möglichen Richtungen, an alle Zielgruppen und so weiter betrifft. Ja, also es ist eine größere Sache. Cool. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dick unterstreichen, beziehungsweise nochmal Fragezeichen hinter dein Statement setzen und gehen wir dann nochmal ein bisschen rein in die Cases. Wir haben ja jetzt ein bisschen eher auf der Oberfläche gekratzt und ein bisschen tiefer reingebohrt, aber jetzt gehen wir noch ein Stück tiefer. Was sind zum Beispiel Cases, wo du sagst, die habt ihr gemacht, wo ihr sagt, das ist ein richtiger Wow-Effekt gewesen bei dem Kunden, den ihr beraten habt, aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch ein Wow-Effekt beim Kunden des Kunden gewesen, dass er merkt, okay, da hat sich was getan. Das ist jetzt eben nicht die reine Automation, sondern es ist vielleicht eine tolle Experience, da ist eine tolle Überraschung entstanden oder. Was wären da so Cases mit Wow-Effekt? Ja, also wir wundern uns immer ein bisschen selbst, was am Ende dann doch da noch rauskommt. Wir gehen ja von einem bestimmten Punkt aus. Wir kriegen ein oder wir dürfen einen Kunden unterstützen, den wir nicht kennen, unter Umständen, und haben idealerweise bestimmte Fragestellungen und Ziele. Und dann kommt noch eine nackige Technologie, die wir da hinstellen. So. Und das ist so ein bisschen wie Kuchenbacken. Da musst du gucken, dass du an der richtigen Stelle oder kochen, kannst du es auch nennen. Da musst du an der richtigen Stelle die richtigen Zutaten da reinbringen. Sonst ist nämlich die Knoblauchzehe, wenn du sie zuerst reinschmeißt, ins Öl hinterher schwarz und dann wird alles bitter. So, und wenn man sich jetzt mal, ich mache mal so einen Rundumfluch. Wir nehmen jetzt mal einen renommierten Personaldienstleister, der viele Ausschreibungen hat und ein großes Angebot an Ausschreibungen. Da hieß es auch am Anfang, ja, wir wollen ein bisschen E-Mail-Marketing machen. Und dann stellte sich aber ganz schnell raus, die haben eine relativ komplexe
Kommunikation. Die haben meinetwegen 4 Personas. Die haben sind in 5 Bereichen, schreiben die ihre Stellen aus oder bieten Vakanzen an, haben 2, 3 Formate und haben dann noch in Deutschland 20 Niederlassungen, die lokal in einem Einzugsgebiet diese Sachen bewerben. Da bist du ganz schnell bei, ja, 60, sagen wir mal überschlagen, 60 mal 20, habe ich jetzt richtig gerechnet, 4 mal 5 sind 20, mal 3 sind 60 mal 20. Dann bist du bei 1200 unterschiedlichen Variationen, die du an Mails eigentlich produzieren musst. So, und dann stellt sich auf einmal die Frage, wer soll das denn alles testen? Wie schaffst du es, 1200 Views jede Woche zu generieren, die eben genau diesen einen, diese eine Content-Variante darstellen? Und da wird es dann, das sind keine Sachen, die aus dem Stand gehen, da muss man sich gut überlegen, wie man das macht, auch so macht, dass es valide ist, auch so macht, dass es wirklich das ist, was aus der Maschine als Mail dann rausgeht. Und da muss man sich in der Tat Gedanken machen. Dann sagt der Kunde, ja, das wusste ich gar nicht, dass das so aufwendig ist. Und dann sagen wir, ja, das geht auch nicht aus dem Stand. Und dann muss man halt mit gutem Willen und einer klaren Zielvorstellung solche Sachen lösen. Und die lassen sich dann auch lösen. Und wenn man das dann hat, dann muss man sich auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, das funktioniert gut, das war ein Wow-Effekt. Ne? Also auf einmal zu sehen, was eigentlich oder wie schnell so eine einfache Anforderung kompliziert wird. Das hatte eigentlich in dem Fall keiner so richtig auf dem Schirm. Aber was mir natürlich da das Grätsche, was ich da sehr gut finde, ist, ich sage es jetzt mal für mich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder nochmal direkt anzusprechen, was du für mich beschrieben hast, das hatten wir so gar nicht abgesprochen, aber ich finde es deshalb wichtig, weil ich lege auch immer sehr viel Wert drauf, dass am Ende die Führungskräfte dann auch verstehen, warum ist das so und warum ist das vielleicht für meine Leute am Anfang gar nicht so einfach und warum ist es vielleicht am Anfang gar nicht gleich erfolgreich. Und dann sagen die erstmal die Führungskräfte, jetzt habe ich dir ein teures Tool hingestellt, ich habe dich da zur Schulung geschickt und jetzt kommt da erstmal noch nicht so viel raus. Und dann sagen die Mitarbeiter, ja, Moment, aber dann kannst du eben, und das hast du jetzt in aller Kürze schön erzählt, da steckt nicht nur Technik, da steckt, wie du es eingangs gesagt hast, Strategie dahinter, da steckt Überzeugungshaltung, Überzeugungsarbeit, es steckt Haltung dahinter, auch zu sagen, Leute, das müssen wir jetzt ein bisschen verändern, damit es auch funktioniert. So ist es. Und das ist an sich ein Erfolgsprinzip oder auch ein Erfolgskriterium, oder würdest du das noch ergänzen? Ganz genau, ganz genau. Das ist auch eine Frage der Haltung. Ne? Mhm. Also du gehst ja, stell dir vor, wir haben jetzt Januar, du gehst zum Bäcker und kaufst dir morgen deine 5 Brötchen oder so, kommender Sonntag, ich weiß nicht. So. Jetzt stell dir mal vor, der Bäcker fragt dich, wie viele Brötchen wollen Sie dieses Jahr denn kaufen? Die Frage kriege ich ja jeden Tag, wenn es irgendwo losgeht. Ne? Ich würde dem Bäcker sagen, hör mal, ich würde dem Bäcker sagen, ich sage dir doch nicht, wie viele Brötchen ich brauche. Ich brauche mal mehr, mal weniger. Und wenn ich Brötchen leid bin, dann esse ich mir halt mal ein Müsli. So. Und dann kommen noch Brote dazu, dann kommen vielleicht noch Ostern, kommen vielleicht noch die besonderen Süßigkeiten, Kuchen. Ja. Naja. So. Und diese Offenheit, diese Flexibilität, sich auf solchen, auf so, das beschreibt so ein bisschen diese Anforderung, auf so ein Thema einzugehen. Du musst immer ein bisschen schauen, was rechts und links passiert. Viele Ideen kommen unterwegs. Und diese Flexibilität, die ist extrem wichtig. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst.